Welcome back, Hassan Dudes, und willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Heute geht es zu den letzten vier Etappen, die sich jeweils in Polen befinden. Das wird ein Hit, Leute. Ich habe gehört, die Rallye Polen soll relativ anspruchsvoll sein. Und schnell und eng und ja, gefährlich. Wird also ein spektakuläres Unterfangen werden. Übrigens, außerdem gibt es jetzt Monte Carlo in Dirt Rally 2.0. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die zukünftigen Karriere-Events auch in Monte Carlo stattfinden werden oder nicht. Letzteres wäre natürlich mega schade, aber ist halt DLC-Content und naja, man kennt es da von Spielen Around the World. Ne? DLC-Content heißt eigentlich immer, wir trennen die Spielerbase in zwei auf und naja, es setzt sich nicht lang durch. Aber gut, wir drücken mal X. Müssen wir noch was reparieren? Nö. Oh. Die Kupplung. Oh, was ist denn mit der. Was ist denn mit der Kupplung los? Die macht sich mal lang. Federn auch nicht mehr. Naja, gut. Die. Was ist das überhaupt? WM, EM. Championship, Meisterschaft ist ja eh bald vorbei. Von daher nicht ganz so schlimm. So, ich würde mal sagen, erstmal die Testfahrt, ne, Tanja? Ja, sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1, los. So, mal gucken, sechs was links, hier so in Polen abgeht. Macht auf über Kuppe. Gene Dobre an der Stelle, sechs schon mal. Links, macht auf über Sprünge, in Achtung, 4 rechts. Und 3 links lang, macht zu, 2, 30. Knifflige Kurvenkombination hier. Kuppe voll bis Sprung voll. 50, 6 rechts. Ach ja, in Polen Kuppe ist so ein bisschen die Jump Rally. Sprung in 6 links. Das merkt ihr auch gerade. In langsam 3 rechts Abzweig, macht zu eng. Okay, back in business. In 3 links Übersprung, 30. Kuppe voll, 50. 6 links, 50. War auch schön. Unsere erste Rallye in Polen, direkt wieder Nacht. Bis Stopp. Gut gemacht. Ja, Mensch. Oh, da ist ein Bengalo unterwegs. Interessant. Ja, Mensch, also ihr merkt's, sehr bumpy. Könnte also sehr lustig werden. Also schnell, sprungreich und eng. Also Leute, das wird auf jeden Fall ein mega großer Hit. Start 80, 4 links bei Ballen, don't cut. 30, 2 links verdeckt um Ballen, Kopfstein. Sehr gut, das gleiche gleich nochmal, Tanja. Gutes Team. Kleine Vorwarnung voraus, ich versuche jetzt mal ein bisschen konzentrierter zu fahren, also werde ich jetzt noch weniger sprechen als sonst immer. Denn wie gesagt, Polen soll eine sehr schwierige Rallye werden. 4, oder sein. 3, 2, 1, los. Anfangspart kennen wir ja. In Achtung, 4 rechts. Und 3 links lang, macht zu, 2, 30. 6 rechts, 30. Kuppe voll bis Sprung voll. 50, 6 rechts. Über Kuppe lang, macht auf, über Sprung in 6 links. Langsam 3 rechts Abzweig, macht zu eng. In 3 links Übersprung, 30. Oh, oh. Kuppe voll, 50. Das war knapp. 6 links, 50. Mittig halten Übersprung, in 6 rechts. Und 4 links lang, macht zu, 50. Abzweig, 1 rechts, verdeckt, eng. In 5 links über Kuppe, in 2 rechts lang, macht zu Asphalt, 200. Schon ohnehin das ledierte Getriebe noch ein bisschen mehr angekratzt. Durch Häuser, langsam. Again. 6 rechts über Brücke, in links halten, für 50 Schikane, 1 rechts.
5 links Ausgang, oh. 200. So eine Schikane. Ich dachte, das wäre jetzt eine komplette, so, Abzweig, heftige Rechtskurve. 80. Jetzt kommt die heftige Rechtskurve. Voll mittig über Kuppe. Bengalo-Party hinter uns. 4 links lang. In Schotter, 5 rechts. Macht auf, 70. Kuppe in 5 links, macht auf, übersprungen. Und rechts halten, übersprungen, extra lang. Ja, wie schnell wir hier werden. 150. Oh, oh. Achtung, wie wir gleich crashen werden. Mittig halten, Übersprung. 30. 3 links, lang. Macht zu. Macht auf. 80. Oh, Lord. Mittig halten, über Kuppe lang. Oh, Lord. 50. 4 rechts lang. Macht zu. Überlebt. Front Wheel Drift. Mittig halten über Kuppe in 4 rechts. Ah, Polen gefällt mir. 50. 6 rechts über Kuppe, Wellen 30. Also, es ist anspruchsvoll, aber nicht so hardcore wie in Argentinien. 30. Oh, die habe ich überhört. Über Kuppe. Achtung, langsam. Weiter geht's. 30, Abzweig, kehre links. 30. 6 links. Handbremse, mach was, Auto. Vielen Dank. Rechts, zieh. 100. Mittig halten, über Kuppe lang. 80. 6 rechts lang. Macht auf, über Kuppe extra lang. Macht auf, über Kuppe 50. 6 rechts lang. Und jetzt sind wir hier nochmal, ja, richtig Kuppe schnell zum Schluss. 100. Stopp. Holla! Bremsen! Wir müssen halten! So, guten Tag, Herr Marshall. Ja, der steht da auch gefährlich so. Man kommt mit dieser WP aus. Tempo 500 an und 10 Meter nach dem Ziel steht direkt der Marshall. So. Der hat einen gefährlichen Job, ey. Holy shit. Ja, Mensch, das war doch mal. Das war gut. Bardzo dobrze gut, würde man in meiner Familie sagen. Das war übrigens polnisch. Mit 107% Akzent, aber irgendwelche verstehen es auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir schauen uns doch mal die Ergebnisse an, wie viel Abstand wir jetzt haben. Ah ja, 30 Sekunden ist gut. Also, ne? Da kann man sich nicht beschweren. So, weiter geht's. Auf zur letzten Etappe des heutigen Tages. So, wie heißt das jetzt? Ich lese es lieber nicht vor. Also eigentlich ist die Rallye Polen, könnte auch Rallye mein Dorf sein, weil Polen sieht genau aus wie mein Dorf. Hier grüßt sich wahrscheinlich genau jeder wie in Polen, also wie deren Dörfer. Ich will jetzt nicht sagen, dass Polen nur aus Dörfern besteht. Start, Polen hat auch schöne Ecken. Rechts lang, macht auf, über Kuppe, jeder McDonald's 30, ist super in Polen. Voll rechts und voll links über Kuppe. Viel Glück. Oh, Tagesrallye. Sieht einladend aus, ist aber eine Monster-Etappe. 4, naja. 3, 2, 1, los. 6 rechts lang, macht auf, über Kuppe. Oh Gott, Fahrrillen. Spürst du jetzt schon. Voll links über Kuppe. 120. Okay, die Fahrrillen gehen wir jetzt schon auf den Sack. Aber was soll man machen? Über Kuppe, sehr lang. 60. In die Kamera wechseln. 6 links, 30. Ah, 137. Umballen. So, langsam hat sie gesagt, ne? 50. Oh, 6 links. Das war sogar richtig gut. 30. 4 aber die Fahrrillen sind 50. Extrem. Aber jetzt sehen wir mal. Spitze schafft das Ding 173 km/h. 6 links lang. Übersprung 50. 4 rechts lang, macht zu. In 6 links über Kuppe, extra lang.
Macht auf. Alter, was ist das denn für ein Hardcore 4? Mittig halten, Übersprung 100. Gabel 4 rechts verdeckt. Hatten wir schon den Sprung? Macht auf 30. Oh fuck. Oh fuck. Macht auf 30. RIP-Zuschauer. Voll mittig, Übersprung 180. Dieser Sprung-Nicht-Sprung hat mich komplett verwirrt. Macht auf. Aber ich glaube, das hat man gemerkt. 6 rechts lang. Macht auf. Wow, das war ein guter. 50. 4 links lang. In 4 rechts eng. Oh, das war ein... Oh! Was passiert jetzt? Oh, mit 121 Ocken. Ja. Jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt... Können wir nochmal neu starten? Aufgeben. Wenn ich jetzt aufgeben drücke, was passiert dann? Ist jetzt die gesamte Polen-Rallye im Arsch? Oder nur diese Stage? Leute, ich glaube, wir... Soll ich... Oh Gott. Ich versuch's mal. Okay, fassen wir mal zusammen, was jetzt passiert ist. Wir hatten einen Totalschaden. Haben dann auf Etappe aufgeben gedrückt. Haben dann aber somit die komplette Rallye-Pole aufgegeben. Hab dann eine tausendstel Sekunde später, nachdem die Meldung kam, das Spiel ausgemacht, mit Anwendung schließen. Hab's dann neu gestartet, in der Hoffnung, dass er den Speicherstand oder das Ergebnis nicht gespeichert hat. Problem war, er hat's gespeichert. Somit haben wir nicht nur Polen abgeschlossen, sondern auch die Meisterschaft, wo ich jetzt auch nicht weiß, welche Platzierungen wir geworden sind. Das ist ziemlich doof gelaufen, unterm Strich. Aber wir müssen es positiv sehen. Wir können jetzt eine schnellere Fahrzeugklasse anstreben und ich kann jetzt suchen, ob man die Schwierigkeit der KI jetzt abändern kann, was auch gut wäre. Ist für uns jetzt mega doof gelaufen, aber na gut, was soll man machen? Ist halt leider passiert. Von daher würde ich mal sagen, beenden wir den Part und dann heißt es nächstes Mal neue Wagenklasse auswählen, die viel schneller sein wird. Und ja, Leute, ich bin jetzt raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.